Education ist eine Initiative unseres Büros. Als wir im letzten Jahr 30 Jahre alt wurden, hatten wir uns überlegt, etwas zu tun für Schulen, für Kinder in Afrika. Das war, wie so oft im Leben, Zufall, dass ich bei einem Bauherren mit einem Fotografen ins Gespräch kam. Und da sprach er von dem Schulprojekt, was in Ghana ins Stocken geraten ist. Und das schien uns ein idealer Beginnort zu sein. Das ist ein Schulprojekt, eine weiterführende Schule für Mädchen. Die katholische Diözese unter Bischof Adanuti hat sehr ausführlich recherchiert, welche Art von Schule in der Region am dringendsten benötigt wird. Und da war sehr klar eine Mädchenschule und auch sehr schnell klar eine weiterführende Schule, also eine Highschool. Und im Weiteren hat sich dann entwickelt, dass ein Internat als Boarding School noch zielführender ist, weil es deutlich weniger Schulabgänger gibt und auch so dieses geschützte Lernen im Internat am besten funktionieren kann. Dort vor Ort habe ich gesehen, was es bedeutet, wenn die Mütter tatsächlich eine Bildung hatten. Die Kinder gehen dann zur Schule und ich habe Heerscharen von Kindern auf der Straße gesehen, wie sie zur Schule gehen und viele davon eben nicht. Und wenn man vor Ort sieht, was es bedeutet, Bildung für die, das ist das Reich. Ja, also wer zur Bildung haben darf, dem geht's gut. Und im Speziellen wird das von den Frauen gefördert. Und wenn man das dann wiederum sieht, dass wir Mädchen fördern, haben wir, glaube ich, sehr großen Erfolg und Nachhaltigkeit. If you educate a man, you educate a single person. If you educate a girl, you educate a whole nation. Und das ist eigentlich sehr bezeichnend dafür, warum man in die Bildung von Mädchen investieren muss. Weil eigentlich die Mädchen und später Frauen, die sind, die an Veränderungen und an Strukturen in Familien den größten Teil beitragen. Die Bodenplatte bzw. teilweise die Wände standen. Und wir haben es geschafft, 5 Gebäude teilweise von absolut null bis Dach fertigzustellen, dass die Kinder jetzt nach einem Jahr zur Schule gehen können an ihren richtigen Ort, nicht nur an einem Zwischenplatz. Und ja, es hat sich viel für die Gegend getan. Es ist ein sehr schneller Prozess gewesen für die Gegend auch. Weshalb wir uns speziell so für Afrika engagieren, liegt einfach darin begründet, dass dort über 30 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen können. Und jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, sind die Personen oder sind unsere Gesprächspartner betroffen, vielleicht sogar manchmal schockiert. Und ein bisschen soll das vielleicht auch der Film machen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das keine triviale Sache ist, dass es etwas sehr Wichtiges ist. Und jede Entwicklung einer Person, einer Familie oder auch einer Gesellschaft, eines Staates, geht heute nur über Bildung. Nur wenn ich gebildet bin, kann ich am gesellschaftlichen, am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Und Bildung ist die Voraussetzung für Demokratisierung. Und deswegen ist das vielleicht ein sehr kleiner, aber ich glaube ein sehr wesentlicher Beitrag, auch dort eine gesellschaftliche und politische und dann auch wirtschaftliche Stabilität zu erreichen. More than 30 million children cannot go to school on which continent? Aber dass man nicht die Möglichkeit hat, zur Schule zu gehen, ist etwas, was man in unserem Kulturkreis eigentlich gar nicht kennt. Und mit dieser Zahl 30 Millionen verbindet sich ja noch viel mehr, wenn man weiß, dass ein Mangel an Bildung zu so vielen Folgeerscheinungen führt, zum Beispiel die AIDS-Rate, die in Afrika ja unglaublich hoch ist. Kindersterblichkeitsrate in Ghana sind 10%, das heißt, jedes 10. Kind stirbt. Und das sind so Zahlen gewesen, die uns, als wir begonnen haben, uns mit der Thematik zu beschäftigen, unglaublich erschreckt haben. Und ich glaube, dieser Schreckmoment ist es auch, der ein Bewusstsein schürt. Und ich denke, mit diesem Mittel spielt der Film. Und er wirkt vielleicht hart, aber die Aufforderung, daran was zu ändern, löst eigentlich alles auf. Und das ist auch unser Zweck oder unser Ziel, dass wir Leute dazu bewegen, Teil davon zu werden, etwas zu verändern. Also was wir jetzt gemacht haben nach einem Jahr, dass
die Schule eingeweiht werden kann, jedenfalls der erste Teil, und dass wir dann mit dem Sichtbaren natürlich werben wollen und dort aufzeigen wollen, was innerhalb von einem Jahr durch die Initiative vor Ort passieren kann, dass da in einer großen Geschwindigkeit das realisiert werden kann und vor allem, dass das Geld vollständig in Gebäuden umgesetzt werden kann und nicht in Riesenorganisationen versickert. Und wollen dann erreichen, dass Bauherren von uns, Unternehmungen, vielleicht auch politische Parteien, da neugierig werden und es als einen großen Wert ansehen, dass ihre Spende unmittelbar umgesetzt wird. Und was wir immer einbringen wollen in Zukunft, unsere Präsenz vor Ort, unsere Fähigkeit als Architekt zu organisieren und zu bauen.